So Leute, da drüben ist Mancha Blanca und da geht so ein Feldweg rein und da könnt ihr hier parken, Dirkis Leihwagen. Ne? Ja, und dann nehmen wir mal die Tour unter die Füße und schauen mal, was der Tag so bringt. Ja, erstmal bringt der Tag einen sehr schönen Rundblick und den mache ich jetzt mal sehr langsam für euch. Ist natürlich im Winter immer, jetzt haben wir Dezember, November hat es viel geregnet. Da gibt es eben halt auch mal so grüne Flecken hier auf der Insel. Ist natürlich wesentlich schöner als im Hochsommer. Da macht das sicher weniger Spaß. Okay, auf geht's. Ja Freunde, das ist jetzt hier die zweite Tafel auf dem Weg. Wer sich da so ein bisschen näher informieren möchte über Lavaströme etc. pp. Und wie ist das Ganze hier alles entstanden? Ja, für den gibt es halt diese Täfelchen. Ne? Oh, gehen wir mal weiter. An dieser Stelle mal was zur Wegbeschaffenheit, liebe Freunde. Ja, es geht erst ein ganz großes Stück auf kultivierter Lava und dann hier um den Berg rum. Und die Wege sind also einfach zu machen, überhaupt gar kein Problem hier bei dieser Wanderung. Wo ihr dran denken solltet, ist diese Lava, das ist wirklich extrem scharfkantig, ist nicht ganz so förderlich für die Schuhe, sage ich jetzt mal, aber ein guter Wanderstiefel übersteht das locker. Was aber zu bedenken gilt, setzt euch bitte nicht auf diese Lavasteine. Ich habe mir selber in der guten Wanderhose von Faude hier ein kleines Loch reingezogen. Also ja Leute, hier nochmal ein kleiner Blick zurück. Einmal so ein kleiner Rundumblick dessen, was wir da uns schon erlaufen haben an der Stelle. Ja, und jetzt gleich kommt so, ja, ich sag mal so ein Schützengraben, wo man da durch muss. Aber das ist nur eine kleine Stelle, also das ist auch sehr gut zu machen, überhaupt gar kein Problem hier. Kommt da ganz locker durch und der Rest ist dann wieder normaler Weg. Ne? Ja Leute, ich spreche mal wieder einen Originalkommentar. Da hinten sind wir los, ne? Mancha Blanca. Ja, und das ist schon hier, wir sind also jetzt gerade mal hier so am Bergrücken. Und das ist schon wirklich schon wieder atemberaubend, ne? Diese Weite, diese Lavafelder hier. Also absolut faszinierend. Und ihr seht, wir sind noch nicht ganz oben. Ja Leute, hier jetzt erst noch einmal der Blick zurück. Und dann gehen wir wirklich die letzten Meter gemeinsam. Weil ich finde immer, das ist eben halt das Glücksgefühl, wenn man dann hier hochkommt. So, schauen wir mal. Ich denke, ihr seid genauso begeistert wie ich, ne? Hier der Blick in den Krater. Ja, jetzt gehen wir noch so ein bisschen weiter. Einmal um den Krater rum und schauen uns dann mal richtig um. Ne? Ja, schade, dass ihr nicht dabei sein könnt, aber nochmal ein super, super Ausblick. Von da hinten sind wir gekommen und wir gehen jetzt hier so im Uhrzeigersinn. Hier nochmal der Krater. Bis da hinten zum höchsten Punkt und umrunden die ganze Geschichte einmal. Und da oben haben wir dann noch Aussicht auf beide Seiten. Ifremi. Geht so alles so ein bisschen weglos, aber ein bisschen Orientierung und dann habt das. Ja gut, wer so ein bisschen, ich sag mal, Schwindel hat, der sollte den Weg dann vielleicht doch nicht machen. Aber ansonsten, gut, immer geradeaus, irgendwo auf den Kamm zu, Leute. Passt schon, ist nicht schwierig. Und Gabi, wunderschön. Leute, ihr seht es, bergfest, ne? Gleich geht es wieder runter. Aber erst mache ich gleich einen Rundumblick für
für euch. Suche mir mal eine sichere Stelle, wo ich mich einmal um die eigene Achse. Ja, während unseres Rundumblicks, ich hoffe, ihr habt das gerade so gesehen, bei der lieben Gabi, die war dann doch schon so ein bisschen angefressen, sage ich jetzt mal. Weil, ja, das ist halt nichts für jedermann. Ne? Es ist schon irgendwo auf dem Kraterrand und es geht links runter, es geht rechts runter. Natürlich ist der Rand empfindungsmäßig für jemanden, der da keine Probleme mit hat, ziemlich breit. Wer da Probleme mit hat, mit Höhenangst und solchen Geschichten und ja, generell ein bisschen ängstlich ist, also der sollte von der Tour dann vielleicht doch Abstand nehmen. Ja, aber nochmal, für mich und für jeden anderen, der keine Probleme mit diesen Geschichten hat, Höhenangst und so weiter, eine super klasse Wanderung mit einem klasse Ausblick und auch hier dieses, ja, ich sag mal, Wandern, leichtes Klettern, also man muss ja keine Hände zur Hilfe nehmen, auf dem Vulkanrand. Ganz toll, macht viel Spaß. Ja, das war es noch nicht ganz, denn ich rätsel gerade, was hat man uns da für ein Zeichen setzen wollen? Ich würde jetzt instinktiv auf Maus tippen. Leute, denkt euch selber was aus. Ja Leute, wer jetzt abergläubisch ist, ne, da fragt man sich doch, was soll es bedeuten? Tja, offensichtlich irgendwie so eine Art Stammplatz. Weil der Kollege geht noch nicht mal aus dem Weg raus. Da unten sitzt sein Kumpel. Der macht jetzt mal eine kleine Kratererkundung. Ist schnell. Du nicht? Auch? Okay. Das scheint offensichtlich Spaß zu machen. Würde mir auch Spaß machen. Na denn, dann geht's mal abwärts, da runter. So, es geht abwärts und hier auch noch mal ein bisschen was zur Wegbeschaffenheit und Landschaft. Also auch wieder ganz toll, ne? Hier kommt man dann eben halt auch nochmal auf die andere Seite des Vulkans. Ihr müsst auch nicht den ganzen Weg dann später wieder rauf auf die andere Ecke, sondern ihr könnt dann nachher unten einmal links abbiegen. Im Endeffekt, ihr geht nicht das ganze Stück wieder zurück, sondern biegt links ab und geht dann einmal so ein bisschen um den Berg rum, will ich dann mal sagen. Also hier an der Stelle geht es dann schon links runter. So Gabi, und? Neue Freunde gefunden. Hm? Hauptsache, die setzen sich jetzt nicht gleich auf meine Schulter. Was so ein Stückchen Twix ausmachen kann, ne, Gabi? Wie die Esel mal in Kroatien, weißt du noch, wo wir die gefüttert haben und die dann nicht mehr abgehauen sind, die mit der Nase in der Tasche hingen. Ah. Der schmiert sich gerade das Karamell ab von dem Twix, was du dem gegeben hast. Ich habe nur den Keks abgebissen. Du hast ihm wahrscheinlich direkt die ganze Twix gegeben. Ja, ein ganzes Stück. Habe ich gedacht, jetzt noch gemacht. Verendete Raben in der Caldera. Wie immer am Schluss meines Videos noch einen Tipp zur Einkehr. Also wenn ihr die Piste wieder nachher zurückfahrt, dann nach Tinajo, ist ein Stadtteil von La Mancha. Und dort findet ihr die Bar Cafeteria La Mareta, Restaurant, was auch immer. Da gibt es ein Menü. 9,50 Euro, drei Gänge, also kann man wirklich sehr empfehlen. So, jetzt die Fotos, wie immer, wünsche euch alles Gute, bis zur nächsten Wanderung, euer Dirk, euer Mr. Bullfish, wie auch immer ihr wollt, tschüss.